und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute geht es um Lebensmittel, die für den Hund nicht geeignet sind oder weniger geeignet sind, beziehungsweise die ein bestimmtes Verfahren durchlaufen müssen, damit sie für den Hund geeignet sind. Aber ich rede jetzt nicht weiter drum rum. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesem Video. Kommen wir zu Lebensmittel Nummer 1. Weintrauben oder Rosinen. Weintrauben oder Rosinen können beim Verzehr zu Magenkrämpfen, Durchfall und Erbrechen führen. Außerdem können sie dafür verantwortlich sein, dass der Hund an Nierenversagen stirbt. Zudem kann das Kalziumgehalt sich im Blut erhöhen. Der Kalziumgehalt, das Kalziumgehalt? Ah. Naja, Lebensmittel Nummer 2, Zwiebeln. Der Inhaltsstoff der Zwiebel greift die Zellwände der roten Blutkörperchen an und kann zu Blutarmut führen. Lebensmittel Nummer 3, Schokolade. Der Inhaltsstoff Theobromin wird vom Hund nur sehr langsam abgebaut und kann durch die häufige Gabe von Schokolade oder durch eine einmalige große Menge zu einer Vergiftung führen. Lebensmittel Nummer 4, Mandeln oder die Kerne von vielen Früchten, wie zum Beispiel Aprikosen. Die darin enthaltene Blausäure ist ein sehr starkes und schnell wirkendes Gift, welches die Zellatmung blockieren kann. Symptome sind Atemnot oder Reizung der Schleimhäute im Atmungs- und Verdauungstrakt, Speicheln, Erbrechen, Durchfall, Fieber, Krämpfe bis hin zum Tod. Lebensmittel Nummer 5, rohe Kartoffeln oder rohe Hülsenfrüchte. Das in rohen Kartoffeln und Hülsenfrüchten enthaltene Solanin ist für die Unverträglichkeit verantwortlich. Sie führt zu Durchfall, Erbrechen, Leberschäden, Zerstörung der roten Blutkörperchen, Reizung der Schleimhäute, aber auch zu zentralen nervösen Symptomen. Deshalb sollten Kartoffeln und Hülsenfrüchte vor der Gabe auf jeden Fall immer gekocht werden. Lebensmittel Nummer 6, rohes Schweinefleisch. Rohes Schweinefleisch kann das Virus Ojewski enthalten, was für den Menschen übrigens ungefährlich ist. Es ruft aber beim Hund so genannte Symptome, die der Tollwut sehr ähnlich sind, vor. Wenn die Krankheit einmal ausgebrochen ist, gibt es keine Heilung. Beim Kochen wird das Virus abgetötet, auch Schweineohren oder Schweinenasen können bedenkenlos gefüttert werden. Lebensmittel Nummer 7, die Avocado. Das darin enthaltene Persin kann zu Herzmuskelschäden und sogar zum Tod führen. Nicht wundern, ich hatte keine Avocado hier, deswegen habe ich euch eine aufgemalt, damit wir ein kleines bisschen etwas Visualisiertes haben. Lebensmittel Nummer 8, Knoblauch. In kleinen Mengen wird es gerne als natürliches Mittel gegen Parasiten eingesetzt. In größeren Mengen verändert es die roten Blutkörperchen und führt zu einer Anämie, welche auch zum Tod führen kann. Lebensmittel Nummer 9, Tomaten im rohen Zustand. Wie bei der Kartoffel sorgt das enthaltene Solanin für eine Unverträglichkeit, welche zu Durchfall, Erbrechen etc. führen kann. Wenn die Tomate gekocht wird, kann die Tomate bedenkenlos gefüttert werden, aber ihr solltet immer darauf achten, dass ihr dieses grüne Ende hinten abschneidet, denn da ist besonders viel Solanin drin enthalten. Lebensmittel Nummer 10 sind alle Kohlsorten. Ja, wie schon bei uns Menschen kann der Kohl auch beim Hund zu Blähungen führen, aber beim Hund können diese Blähungen darüber hinaus auch noch weitere Nebenwirkungen nach sich ziehen. Es kann zu Bauchkrämpfen führen, aber auch zu einer sogenannten Magendrehung beim Hund. Das waren jetzt die 10 Lebensmittel, die ich euch einmal näher bringen wollte, die ihr euren Hunden entweder gar nicht füttert oder wie bei der Kartoffel beispielsweise, der Tomate oder Hülsenfrüchten im gekochten Zustand, da sie eben das sogenannte Solanin enthalten. Also im gekochten Zustand ist es okay. Wer auf Nummer sicher gehen möchte, füttert diese Lebensmittel eben einfach gar nicht. Und einige Lebensmittel sind auch im ungekochten Zustand absolut giftig für Hunde und sollten auf gar keinen Fall irgendwie auf den Speiseplan eurer Hunde geraten. So wie zum Beispiel Rosinen oder Weintrauben, wobei Rosinen noch schlimmer sind, da sie einfach hochtoxisch sind. Also es reichen schon 11 Gramm pro 1 Kilogramm Hund,
um euren Hund zu vergiften. Und das ist wirklich nicht viel. Deswegen achtet einfach darauf, was ihr euren Hunden gebt. Im Zweifel informiert euch vorher. Ihr könnt immer googeln, ob das für euren Hund verträglich ist oder nicht. Es gibt natürlich noch mehr Lebensmittel, die Hunde auf gar keinen Fall bekommen sollten. Dass Alkohol zum Beispiel absolut tabu ist, ja, sollte ich eigentlich nicht sagen müssen, genauso wie Koffein. Das war's jetzt mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr konntet etwas Nützliches davon mitnehmen. Ich wünsche euch jetzt noch eine schöne Zeit. Macht's gut, meine Lieben. Tschüss!